Zu diesem Video. Mein Name ist Oliver Schirmer. Schön, dass du ja dir dieses Video anschaust. Und zwar geht es heute um ja eine Software beziehungsweise um einen Online-Meeting-Raum, den ich dir gerne kurz vorstellen will, weil eine Frage, die mich halt auch von meinen Teampartnern immer wieder erreicht, die ich aber auch so sehr häufig bekomme, weil die meisten ja von mir wissen, dass ich eigentlich so gut wie nur online arbeite oder relativ viel online arbeite, habe ich halt oft so die Frage, Mensch, wie machst du das, wenn du Kunden hast über eine weite Distanz, ja, die vielleicht jetzt 100, 200, 300 Kilometer entfernt sind und ja, wo du jetzt nicht einfach mal so schnell hinfährst oder wenn du einen neuen Teampartner hast, ja, der 200, 300 Kilometer oder weiter entfernt ist, wie arbeitest du mit dem oder mit denen? Und ja, das möchte ich gerne jetzt heute mal beantworten. Und zwar ist es relativ simpel. Ich nutze dazu einfach einen Online-Meeting-Raum. Jetzt habe ich da im Prinzip an jedes Tool, was ich nutze im Network Marketing, halt immer zwei heraus oder zwei Anforderungen. Ja, das eine ist, es sollte möglichst kostengünstig sein. Nicht, weil ich nicht bereit bin, ja, auch für Tools viel Geld zu bezahlen, sondern weil einfach es Menschen gibt, die erstmal Geld verdienen wollen, ja, und die im Network Marketing starten und vielleicht auch gerade nicht das nötige Kleingeld haben, wie auch immer. Das ist einfach so die Erfahrung. Deswegen möchte ich halt gucken, dass ich möglichst Tools habe, die ja jeder, die duplizierbar sind. Ja, das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist das Thema Einfachheit. Ja, auch aufgrund Duplikation muss es einfach sein. Und ja, und es gibt natürlich viele gute Online-Konferenzräume, Online-Webinarräume, die aber entweder kostenintensiv sind. Also mit kostenintensiv meine ich jetzt, dass nicht, dass jeder Anfänger sie gleich sich leisten kann oder dass er sie sich gleich leisten will. Und dann ist noch das Thema Einfachheit. Bei vielen ist es halt einfach so, da muss man sich dann vorher registrieren und anmelden und dann kann man erst im Webinar teilnehmen und so weiter und so fort. Also das sind so die Anforderungspunkte, die ich im Prinzip eigentlich immer im Grundsatz erstmal an das Software habe. Natürlich muss sie auch das liefern, was sie verspricht und so weiter. Und ja, und bisher habe ich immer Zoom genutzt für meine Team-Meetings, für meine ja, für meine Coachings mit Teampartnern, aber auch für Gespräche mit Kunden. Und ja, dann bin ich gewechselt auf Eyes-On. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und jetzt bin ich bei Meetsibi gelandet, welches ich mir vor ja, ein, zwei Tagen geholt habe, das jetzt auch schon mehrfach getestet habe und das wirklich toll funktioniert und eine richtig gute Alternative ist. Und wenn du bis zum Schluss bei dem Video dabei bleibst, ja, dann wirst du nicht nur sehen, wie das Tool funktioniert, ich werde ja die Funktion zeigen, ja, sondern du wirst auch ein fantastisches Angebot kriegen, welches du dir dann unterhalb des Videos, ja, durch Klick auf den Button oder auf den Link quasi dir ansehen kannst. Und wichtig ist, du kannst natürlich auch auf die Homepage gehen von Meetsibi direkt, aber dieses Angebot, was du, was ich dir heute mache, das Angebot ist Stand 22.05.19. Ich habe natürlich keinen Einfluss auf die Preisgestaltung, aber das ist im Prinzip zu dem, was ich bisher im Netz gesehen habe, einfach unschlagbar. Und deswegen solltest du gut bis zum Schluss dranbleiben, wenn das ein Thema für dich ist. Ich werde dir natürlich auch ein paar Anwendungsbeispiele zeigen, dass du einfach siehst, wie du es in deinem Arbeitsalltag einsetzen kannst und wie es dir dann die Arbeit auch über ja, weite Distanzen ja, erleichtert. So, was du jetzt gerade siehst, ist der eigentliche Meetingraum. Ja, du siehst hier unten eine Leiste. Und über diese Leiste kannst du verschiedene Bedienungen vornehmen. Ja, ich würde es jetzt einfach gerne mal hier so an der Stelle einfach lassen. Wir gehen dann zum Schluss nochmal auf die einzelnen Funktionen ein, was den Meetingraum betrifft. Ja, ich werde jetzt die Kamera ausschalten, dass du einfach, damit wir einfach nur den Bildschirm dann dementsprechend sehen und dass wir dann die einzelnen Dinge jetzt Schritt für Schritt durchgehen. Also, ich werde dir zeigen, wie ich das Ganze einsetze.
Für was ich es einsetze, wir werden so ein Walkthrough machen. Das heißt, ich werde dir zeigen, wie einfach Meet Zipit zu bedienen ist, welche Funktionen dann hinterlegt sind, wenn du unterhalb des Videos auf den Button dann klickst oder auf den Link, was du dann halt im Prinzip letzten Endes dafür kaufst, so dass du dir sofort einen Überblick verschaffen kannst und für dich entscheiden kannst, ob das Tool ja für dich was ist oder halt nicht. Ne? Genau. Und deswegen sollen wir jetzt auch keine Zeit verlieren. Legen wir los. Schalten wir mal die Kamera aus. So. Also, das ist die Webseite von Meetzipi. Darauf möchte ich aber nur jetzt mal kurz hier runter scrollen, um dir die Funktionen zu zeigen. Ja? Und da sind wir auch gleich bei den Anwendungsbeispielen. Meetzipi ist, wie bereits gesagt, wenn du so willst, ein Online-Konferenzraum. Ja? Du kannst mit diesem Online-Konferenzraum Video-Meetings machen und das ist super einfach, ja? Weil du generierst einfach nur einen Link und diesen Link, den gibst du an all diejenigen weiter, die du auf dem Meeting haben möchtest. Und die Person klickt einfach auf den Link und schon ist sie im Meetingraum. Das heißt, egal ob das jetzt über Smartphone erfolgt oder über Desktop, ja. Das heißt, man muss sich nicht vorher registrieren, man muss sich nicht irgendwas runterladen, sondern man ist einfach nur im Meetingraum drin und das ist halt richtig, richtig einfach und das ist ein Hauptkriterium für mich im Network Marketing. Dann kann man Videos aufzeichnen, ja, um zum Beispiel in HD-Qualität, um zum Beispiel die dann für einen eigenen Videokurs zu verwenden oder für einen eigenen Mitgliederbereich zu verwenden. Man kann die Aufzeichnungen auf jedem Page-Builder einbauen, ja, also man kann sich quasi einen HTML-Code hin generieren, das zeige ich dir auch gleich noch, wie super einfach das ist und du kannst es auf jeder Webseite dann einbauen. Du kannst es nutzen, du kannst Meetzipi nutzen für zum Beispiel ein Mastermind zu veranstalten, ja, wo du einfach immer ein regelmäßiges Treffen veranstaltest, wo du zum Beispiel deine Teampartner einlädst, um dich auszutauschen. Du kannst 1:1 Beratung machen, ja, auch über Weideentfernungen. PowerPoint-Präsentationen kannst du machen. Du kannst aber auch, wenn du zum Beispiel jetzt einen Interviewpartner hast, kannst du ein Interview aufzeichnen und kannst quasi das Ganze dann eben bei deinem Podcast-Hoster dann hochladen. Ja, du kannst also hier quasi ein Interview aufzeichnen, kannst einen Videopodcast erstellen, wenn du das dann möchtest. Wir haben ein Whiteboard ist integriert und das Coole an dem Whiteboard ist halt auch, dass nicht nur du dran arbeiten kannst, sondern jeder Teilnehmer, der dabei ist, der kann ebenfalls das Whiteboard nutzen und so kann man quasi auch zusammen im Team arbeiten am Whiteboard. Ja. Eine coole Funktion, das gleiche gilt übrigens auch, das ist auch ein Editor hinterlegt, ja, wo man dann im Prinzip zum Beispiel brainstormen kann, ja, und ja, dann eben halt in Textform das Ganze nutzen kann. Du kannst Videos speichern, ja, also du kannst die Aufzeichnung speichern und kannst, wenn du möchtest, dann aber auch die gespeicherten Videos dann zum Beispiel über einen Klick live streamen auf Facebook und YouTube. Und dann sieht es im Prinzip so aus, als wärst du live, obwohl du das Video aufgezeichnet hast. Du kannst aber natürlich auch so nur live streamen. Ne? So, aber wie du siehst, ist hier auch ist es nicht in der Grundfunktion drin. Und ja, hier sogar auf verschiedenen Gruppen und Profilen und so weiter gleichzeitig. Du kannst das Ganze dann aber auch einsetzen du kannst ein Video zum Beispiel erstellen, ja, also ein Webinar aufzeichnen und kannst es dann zu deiner Webinar-Software, die du halt im Einsatz hast, dann nutzen, um dann eben halt ein Evergreen-Webinar draus zu machen. Du kannst es für Summit nutzen oder wenn du jetzt mit einer Gruppe zusammenarbeitest, vielleicht ein paar Coaching-Kunden, dann kannst du Frage-Antworten-Runden anbieten oder du kannst hergehen und kannst ja zum Beispiel ja, dich, wie gesagt, regelmäßig mit deinem Team treffen oder wenn du ein Produkt verkaufst, dann, dass du halt einfach nochmal so Q&A-Sessions anbietest, um die Fragen zum Produkt zu beantworten. Das kannst du dann natürlich auch aufzeichnen und für weitere Personen dann ja zur Verfügung stellen.
Wie gesagt, One-Click-Entry, Audioqualität ist HD, ja, und es gibt noch weitere Funktionen. So, und jetzt würde ich sagen, lass uns einfach mal das Tool an sich anschauen und zum Schluss zeige ich dir dann noch, wie ich es halt in der Praxis dann anwende. Wie gesagt, vorher habe ich Zoom benutzt, dann EyesOn und jetzt, wie gesagt, MeetCB. So, und jetzt scrolle ich auch gleich mal runter. Du findest hier unten nämlich die Preisgestaltung. Und das ist aber nicht das Angebot, was ich für dich habe, sondern da solltest du wirklich bis zum Schluss dranbleiben, weil das lohnt sich wirklich. Ich suche jetzt mal ganz kurz hier die zwei Pakete. Machen die noch weiter unten. Ja, genau, hier waren sie. So, und zwar gibt es hier, du siehst, sie befinden sich gerade in der Launchphase. Ja, wie die Preise dann nach der Launchphase aussehen, habe ich keine Ahnung. Ja, wenn das alles so hier passt, wie die es auf dieser Seite hier schreiben, dann wird es nicht mehr für eine Einmalzahlung sein, sondern für eine monatliche Zahlung. Lange Rede, kurzer Sinn, es gibt einmal die Personal-Lizenz, die Commercial-Lizenz und wenn man eine der beiden erwirbt, kann man dann auch noch Upsells, gibt es Folgen dann Upsells, ja, also so einmalige Angebote, wo man dann noch eine Verbesserung kriegt, ja. Aber da, wie gesagt, halt aus bis zum Schluss. Da habe ich ein Angebot für dich. Das ist für das, was du, also du wirst diese Funktion so nicht haben, ja, zu dem Preis. Das heißt, wenn du die gleichen Funktionen, wie ich dir später das dann zeige und dir dann nochmal vorstelle, wirst du mit dem Angebot deutlich günstiger sein, als wenn du es hier über die Upsells machst. Es kommt daher, weil ich es über einen Reseller gekauft habe und über diesen Reseller, da würde ich es dir dann eben halt auch, da kannst du dann halt eben auch den Zugang kriegen. Also bleib dran. Du siehst hier in der Personal-Lizenz zwei wesentliche Unterschiede. Hier kannst du bis 10 Leute für ein Meeting einladen. Du kannst also unbegrenzt viele Meetings machen. Da gibt es also in der Commercial-Lizenz keine Beschränkung, ja, also unlimited Meetings im Monat. In der Personal gibt es halt, ist es auf 10 begrenzt. Und du kannst es halt nur mit maximal 10 Leuten machen und in der Commercial-Lizenz mit 20. In dem Angebot, was ich dir nachher zeigen werde, da kannst du es bis 50 Leute machen. Ja, so, dann gibt es halt hier noch ein paar Unterschiede. Logisch, möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen, weil ich zeige dir dann nachher, was genau im Detail drin ist. So, und die Personal-Lizenz kannst du aktuell erwerben für einmalig 47,87. Du siehst hier oben der Launch-Timer. Danach soll es wohl $47 pro Monat kosten. Ja, so wie ich das jetzt hier interpretiere. Oder die Commercial-Lizenz für einmalig $97. Statt monatlich $97, was ich schon mal für eine richtig coole Sache halte. Aber wie gesagt, warte ab bis zum Schluss. So, und jetzt machen wir mal einen kurzen Walkthrough. Das heißt, ich zeige dir, wie MeetCB funktioniert. Also, du siehst, ich habe hier nicht eine der Lizenzen, die du hier siehst, ja, sondern eine Upgrade-Lizenz und die würdest du dann auch haben und du siehst jetzt hier genau, was du kriegst, ja. So, also wenn du dich für ein Paket dann entschieden hast, dann hast du ja den Login. So und so sieht das Ganze dann aus. So und du kannst jetzt hier so viele Räume erstellen, wie du möchtest, also Meetingräume, ja. So, ich habe jetzt hier den Public-Meeting-Raum, das ist der hier, den wir jetzt auch gerade im Einsatz haben, ja. So, und wie komme ich jetzt wie kann ich jetzt ein Meeting eröffnen? Ganz einfach, ich klicke hier auf diesen Button und dann öffnet sich der Meetingraum hier. So, und jetzt kann ich entweder mir diesen Link hier einfach kopieren, die Leute dann einladen, ja, oder ich kann einfach hergehen, kann den hier kopieren und an all die Menschen schicken, die ich auf dem Meeting dabei haben will. Oder wenn ich jetzt nur eine Person haben will, dann kann ich hier die E-Mail reinmachen, kann das Tag-Datum festlegen, die Zeitzone, eine kurze Message und kann die Person direkt einladen. Oder wie gesagt, ich versende halt den Link einfach an meine Liste, an meine E-Mail-Liste zum Beispiel. Und jeder, der dann da draufklickt, der kann an dem Meeting teilnehmen, weil es ein Public Room ist. So, jetzt gibt es auch noch die Variante Private Room, ja.
Da kann man das Ganze eben Passwort schützen und hat dann eben halt Zugang haben halt dann nur die Leute, die auch über das Passwort verfügen. So, und jetzt zeige ich dir einfach mal anhand dieses Beispiels, wie man so einen Raum anlegen. Du siehst, es ist super easy. Du klickst hier drauf und dann kannst du hier einfach einen Raum kreieren. Ich nenne den jetzt einfach mal Testraum. Und hier einfach mal Test. So, und wenn ich jetzt hier nichts mache, dann ist der Raum öffentlich. Dann klicke ich auf Save Changes und dann habe ich das so, wie ich es dir eben hier gezeigt habe. Wenn ich ihn aber jetzt schützen will, klicke ich hier auf Private und jetzt gebe ich hier ein Passwort ein. Ich mache jetzt einfach mal 1, 2, 3, 4, 5. Und jeder, der über dieses Passwort verfügt, der kann dann auch dem Raum beitreten. Ja, dann sage ich hier Save Changes. So, und halt. Jetzt habe ich mich verklickt, entschuldige. So, und du siehst, das Ganze ist jetzt hier noch nicht aktualisiert. Ich kann jetzt hier, weil wenn du viele Räume hast, kannst du das natürlich auch einfach filtern. Du kannst dir alle Public-Räume anzeigen lassen, alle Private Rooms. So, und jetzt gehe ich einfach mal hier auf All Rooms, damit der auch angezeigt wird, ne? So, und jetzt habe ich hier das Gleiche wieder. Ich kann jetzt hier das Meeting eröffnen. Hier kann ich mir nochmal den Passcode anzeigen lassen, kann hier wieder jemanden einladen und hier über diesen Link, den kann ich versenden. Aber wenn jetzt die Person draufklickt, dann braucht sie zusätzlich diesen Passcode, um dran teilhaben zu können an dem Meeting, ne? So und so einfach funktioniert das Ganze. Ja, so einfach hast du ein Webinar, ein Video, eine Videokonferenz quasi erstellt. So, ich lösche den jetzt mal wieder, weil den brauche ich ja nicht. So, und jetzt kommt das Coole, ja, alle Meetings, du kannst die dann aufzeichnen. Das funktioniert dann über dieses Kamerasymbol hier, ja. Und du siehst, ich zeichne das gerade auch auf. Das siehst du daran, da hier, dass hier ein roter Punkt ist. Alles, was gerade aktuell an ist, hat einen Punkt unten drunter, ja. Und alles, was aus ist, wird gerade nicht eingesetzt. So. Und wenn du dann das Meeting beendest, beziehungsweise die Aufzeichnung beendest, dann hast du hier unter Recordings alle Aufzeichnungen, ja, von deinen Videos, ne, beziehungsweise von deinen Meetings. So, und jetzt, ich habe jetzt hier einfach mal so testweise eins schnell gemacht vorhin. Das hörst du jetzt nicht wegen meinem Mikro, aber wie gesagt, du findest dann hier im Prinzip das Video und du kannst jetzt, wenn du möchtest, das Video runterladen. Ja, du hast auch hier noch die Bild-in-Bild-Funktion. Kannst das Video runterladen das ist dann eine MP4-Datei und kannst es somit zu jedem Video-Hosting-Anbieter wieder hochladen, wenn du das möchtest. Zum Beispiel auf YouTube, Vimeo etc. Ja, also MP4 ist ein gängiges Format. So, und dann haben wir hier oben aber nochmal auch hier drei Punkte. Ja, und jetzt findest du hier zum Beispiel diese Go-Live-Funktion. Das heißt, wenn du hier draufklickst, dann wird es eben halt gestreamt auf Facebook oder auf YouTube. Und dann sieht es eben auf Facebook halt so aus, als wäre es live. Ja, richtig coole Funktion. Du kannst das Video in jedem Page-Builder quasi integrieren, weil du kannst hier einfach einen Einbettungscode generieren, indem du hier draufklickst. Du kannst den dann hier rauskopieren und hast dann, ja, und kannst den überall einbinden. Ja, WordPress, Builder-All oder egal welchen Funnel-Builder du dann nutzt und so kannst du dann deine eigene Replay-Seite bauen und wie gesagt, du kannst auch hier nochmal downloaden. Gleichzeitig wird automatisch im Hintergrund immer eine Replay-Page für das Video erstellt. Ja, ich rufe die jetzt einfach mal auf. Die sieht dann so aus. Das heißt, wenn du keine Webseite jetzt extra bauen willst, dann hast du automatisch hier so eine Webseite. Kannst dann einfach den Link nehmen, kannst dann deine E-Mail-Liste senden oder für den du es halt, wo du halt möchtest, dass die Leute das Replay sehen. Der Button ist nicht standardmäßig drunter, zeige ich dir aber gleich, wie das geht. Ja, was aber immer standardmäßig drunter ist, ist dann hier die Kommentarfunktion. Man sieht, wie viel Views das Ganze hatte. Man kann dann hier quasi kommentieren. Hier kann man Rating abgeben. Man muss dann hier noch einen Namen eingeben, eine E-Mail-Adresse und Submit klicken. Und dann ist der Kommentar da. Die Funktion ist deshalb cool, weil wenn du jetzt zum Beispiel ein Produkt verkaufst oder eine Dienstleistung. So, und jetzt hast du vielleicht das als Webinar aufgezeichnet und hast, es sind auch ein paar Fragen gestellt worden, zum Beispiel, aber einige halt nicht. So, und die Leute haben jetzt immer noch Fragen, dann können die einfach hier völlig unkompliziert einen Kommentar hinterlegen.
Ja, und die kriegen dann auch eine E-Mail, wo sie das dann auch nochmal bestätigen müssen, sodass halt keine Spam-Kommentare abgegeben werden können. Ja, was ich auch super finde. So, und dann kann man hier einfach nochmal die Fragen, die entstanden sind, einfach im Prinzip nochmal beantworten in der Kommentarfunktion. Ja, richtig, richtig cool. So, und man kann auch hier zum Beispiel noch einen Kaufen-Button drunter machen. Und das zeige ich dir jetzt, wie das geht. Weil hier gibt es nämlich so den Punkt Replay Settings. Und wenn du hier draufklickst, dann kannst du hier super einfach deine Einstellung vornehmen. Du kannst als allererstes wählen, ob diese Replay-Seite, ob das Video öffentlich ist oder ob es passwortgeschützt ist. Auch hier das gleiche wie im Raum auch. Du kannst hier einen Passwortcode vergeben. So, und jemand, der jetzt auf diese Seite kommt, der kann sich das Video halt nur anschauen, wenn er diesen Passwortcode hat. Den muss er dann eingeben und dann funktioniert es, ne? So, oder hier, du kannst den Replay-Typ wählen. Du kannst einmal sagen, okay, jeder kann es angucken, oder du kannst es aber bezahlt machen, ja, was auch eine super ja, interessante Möglichkeit finde. Dazu müsste ich jetzt noch einen PayPal-Account hinterlegen. Das geht dann über die Settings. So, dann kannst du hier einen PayPal-Account auslegen. So, und dann kann der Besucher dieser Seite das Video nur abspielen, wenn er dann über PayPal quasi bezahlt hat. Ja, und das kann er dann alles hier über diese Seite dann dementsprechend machen. Ja, also richtig, richtig cool. Dann haben wir hier Replay Social Ads. Und jetzt können wir hier den Call to Action machen. Ich habe jetzt hier einfach testhalber mal einen Link zu meiner Webseite hinterlegt. Und jetzt kann ich hier aus verschiedenen Button einfach wählen. Ich nehme jetzt einfach mal den blauen, damit du siehst, dass sich das dann auch ändert. Ist jetzt hier noch alles auf Englisch. Ich bin aber in so einer Supportgruppe drin und habe da schon so mitbekommen am Rande, dass ja, dass auch hier wohl angeregt wurde, dass man hier einfach textfrei erstellen kann, ja, dass man halt eben den eigenen Text einstellen kann. Ja, ist jetzt noch nicht, ja, wie gesagt, ich habe da keinen Einfluss drauf, weiß auch nicht, wann es kommen wird, aber ich habe das schon gehört, dass es wohl in Planung ist, ja. Aber nichtsdestotrotz, jetzt in diesem Angebot ist es so, wie du es hier siehst, ja. Genau, so, und dann speichern wir das hier oben einfach. So, und wenn ich jetzt die Seite aktualisiere, dann hast du. Und wenn man dann hier draufklickt, dann wirst du weitergeleitet auf die Webseite. Also richtig cool. Link findest du hier oder du kannst ihn auch einfach hier oben dann rauskopieren, ne? Genau, so, das war's jetzt mal zur Replay-Funktion. Genau, so, und dann ist in diesem Paket, welches ich dir nachher zeige, ist auch gleichzeitig ein automatisiertes Buchungssystem drin, ja. Das ist dann interessant, wenn du zum Beispiel mit Interessenten oder mit Endkunden arbeitest und da spart dir das Ganze richtig viel Zeit. Auch hier ist es, wenn du ein Tool in dieser Qualität haben möchtest, dann ist es oft so, dann kosten die in der Regel ja, zwischen 8 und 15 € im Monat, ja, oder es gibt oft auch so freie Versionen, die sind dann aber immer nur eingeschränkt nutzbar. So, und hier hast du dann im Prinzip deine eigene Buchungsseite. Wenn jetzt zum Beispiel ein Team, ist jetzt eine Anwendungsmöglichkeit, wenn jetzt ein Teampartner, wenn du zum Beispiel mit Teampartner arbeitest und die sowieso ins Online-Meeting kommen müssen, dann ist es ja vorher immer so gewesen, du musstest mit der Person einen Termin vereinbaren, dann habt ihr einen Termin gefunden, dann musstest du ihr den Link zusenden und dann konnte das Meeting dann halt zu dem Zeitpunkt stattfinden. Und das kannst du dir im Prinzip jetzt super vereinfachen, indem du einfach einen Link zu deiner Buchungsseite verschickst, ja, und dann kann sie sieht dann so aus, ja. Ich habe die jetzt einfach nur mal auf die Schnelle, ja, auch vorbereitet. Ich werde die dann auch noch im Laufe der Zeit anpassen. Und dann kann man hier auf Discover gehen. Und das Bild und so kannst du alles dann einfügen und dann siehst du hier die einzelnen Rubriken. Du kannst halt hier eine Über mich Rubrik machen, wo du dann halt deine Services vorstellst. Wenn du mit Firmen zusammenarbeitest, kannst du hier deine Firmen hinterlegen und noch so ein paar nützliche Facts.
dazu machen, so ein paar Fakten. Du hast hier die Möglichkeit, ich habe es jetzt Werdegang genannt, du kannst es aber auch umbauen, so dass du halt die Seite so optimierst, dass sie halt auf dich passt, kannst deine Skills hier eintragen, auch hier Fun Facts etc. Kannst hier aber auch noch Testimonials hinzufügen. Hier kann man dann genau auch die, diese Kontaktdaten dann dementsprechend downloaden. Und hier ist dann das Interessante mit den, also du hast hier nochmal eine Kontaktseite, wo man einfach hier sich mit dir vernetzen kann, deine Kontaktdaten da sind oder man einfach eine Nachricht schreiben kann. Ne? So, und dann, das ist eigentlich die Hauptfunktion. Hier kann man seine Termine quasi verwalten. Und ich habe jetzt hier auch testhalber mal einfach ein paar Timeslots erstellt, wo ich Zeit habe. Und du siehst, wenn du jetzt hier drüber gehst, wenn du jetzt auf den 23. klickst, keine Timeslots available. Jetzt habe ich am Montag 3 Stück mal erstellt einfach. Und zwar zwischen 3 Uhr PM, also 15 Uhr und 15.30 Uhr, 3.45 Uhr oder 4.15 Uhr und 4.30 Uhr und 5.30 Uhr. So, und dann kann die Person einfach ihren Wunschtermin wählen. Klickt hier drauf, gibt den Namen an, die E-Mail-Adresse, hier die Telefonnummer und Vorwahl. Also hier für Deutschland kann man dann hier aus der Liste auswählen und dann die Telefonnummer und dann hier die Buchung bestätigen. So, und dann passiert im Hintergrund halt Folgendes. Die Person kriegt eine Mail mit dem Termin nochmal. Und wenn du den einen Link zu einem Webinarraum hinterlegt hast, ja, kannst du, ist auch gleichzeitig der Link dabei. Das heißt, die Person klickt einfach auf den Link zum vereinbarten Termin und das Thema ist erledigt, ja, und du bekommst dann auch eine Buchungsbestätigung, ja, die du dann hier sehen kannst. Klicke ich mal kurz hier drauf. Ich habe jetzt keine abgeschickt, deswegen steht hier keine drin, aber da würde dann der Name der Person stehen, die quasi die Buchung veranlasst hat, also vielleicht ein Teampartner oder ein Kunde. Link und so weiter dahinter, dass du das auch relativ alles auf einen Blick hast. Und du kannst dann hier Cancel klicken, weil du entscheidest ja letzten Endes, mit wem du Termine machst und mit wem nicht. Und wenn du jetzt aus irgendwelchen Gründen den Termin halt nicht haben möchtest, dann klickst du auf Cancel und dann auch, wird auch die Person darüber informiert und somit ist der Termin halt einfach gecancelt. Ja, also richtig coole Sache. So, gehen wir nochmal zurück aufs Profil. Hier kannst du nämlich dann diese einzelnen Einstellungen anpassen. Ja, du kannst also hier über, also hier kannst du eine Domain vorschalten. Ja, also ich habe es jetzt einfach mal Oliver Schirmer genannt und dann Update, kannst jeden Namen dann wählen. Und hier kommst du direkt aus Profil. Ja, dann wird eben diese Seite hier aufgerufen. Du kannst den Link hier kopieren und dann eben an die Person weitersenden, wo du möchtest. Und hier kannst du dein Profil editieren. Du kannst auch, ich gehe nochmal ganz kurz zurück, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Hinweis, du kannst so viele Profile kreieren, wie du möchtest, meines Wissens. Das heißt, du könntest jetzt zum Beispiel hier ein neues Profil anlegen und könntest dann hier das zum Beispiel Team Buchungen nennen. Ja, mir ist jetzt gerade nichts Besseres eingefallen. So, und dann kannst du zum Beispiel einen Kalender halt machen für deine Termine mit Teampartnern. Hier könntest du jetzt zum Beispiel einen machen für Endkunden, ja, oder für deine Interessenten und kannst halt dort auch unterschiedliche Zeiten vergeben. Wenn du zum Beispiel mit Teampartnern, dann könntest dann halt Timeslots festlegen, an dem du für Teampartner da bist und halt Slots für Zeiträume für halt für Interessenten. Ja, also das nur so am Rande. So, auf jeden Fall kannst du hier das Ganze dann eben nach deinen Vorstellungen anpassen. Du siehst hier den Namen und hier, wie ich schon gesagt habe, du kannst ja also einen Meetingraum erstellen, ja, und dann die URL hier hinterlegen und die wird dann halt dementsprechend auch der Person direkt mitgeteilt dann, ja. So, dann haben wir hier die über mich Informationen und die Zeitzone. Hier kannst du das Bild hochladen und deine Webseite verlinken. Also das Bild hochladen ist im Prinzip hier diese Geschichte hier. Ja, und wenn man dann quasi draufklickt oder auf Discover, dann ist das hier gleich auch hinterlegt.
Und hier oben siehst du dann halt den Titel, ne, oder halt hier. Dann hast du hier noch den Bereich Kontaktdetails. Also hier kannst du dann deine Kontaktdetails und deine Social Networks hinterlegen. Das findest du dann im Prinzip hier. Das ist dann dieser Bereich. Ja, wo du dann eben halt anpassen kannst. So, dann haben wir hier als nächstes den Über-mich-Bereich. Ja, hier kannst du dann im Prinzip deine Services angeben. Das ist hier dieses Thema, der erste Link. Ja, kannst du also hier auch ganz einfach auf dich anpassen. Kannst hier also noch mehrere hinzufügen. Du bist da nicht auf eine Sache beschränkt. Hier kannst du das Video hochladen. Das ist dann das Bild hochladen. Das ist dann hier. Ich habe jetzt hier mein Logo einfach genommen. Genau das gleiche bei den Fun Facts und bei Zusammenarbeit mit. Also wenn du jetzt zum Beispiel Coach oder Trainer bist und du arbeitest mit namhaften Firmen zusammen, dann könntest du jetzt hier die Logos einfach mit einblenden. Ja, du hast aber auch noch die Möglichkeit, hier zum Beispiel Testimonials hochzuladen. Ja, also ein Bild von einem Kunden und dann die Beschreibung, den Namen und so weiter. Hier kannst du Skills festlegen, ja, also worin bist du Experte, ein paar Fakten dazu noch und was du halt eben anbietest, ja, ich habe es jetzt einfach für mich so gestaltet, habe jetzt das Ganze einfach auch mal Werdegang genannt, ne, und habe jetzt einfach mal betitelt, was ich so mache und was so Fähigkeiten dann halt dementsprechend sind und auf was ich Wert lege. Ja, und jetzt kann ich hier noch Testimonials hinzufügen, wenn ich das möchte. So, dann haben wir auch hier wieder den Bereich Social Ads, den man nutzen kann. Du kannst auch hier eine Custom Domain hinterlegen, dass du halt eben ja quasi eine eigene Domain mit deinem Terminkalender quasi verknüpfst. Hier kannst du die Farben ändern, ja, kannst also aus hier aus verschiedenen Farbpaletten dann halt auswählen und kannst halt so das Ganze ein bisschen farblich hier alles so gestalten, wie hier die Vorlagen sind. Und dann hast du hier nochmal diese Überschriften, die sind standardmäßig auf Englisch drin. Das ist im Prinzip hier diese Überschriften hier, das kannst du natürlich dann alles auch hier auf Deutsch machen, ja, und die Unterüberschriften und so weiter, ja, also kannst du komplett auf dich anpassen, ja, also Skills könntest du jetzt auch umbenennen, dann würde halt hier jetzt nicht Skills stehen, sondern hier würde dann halt stehen zum Beispiel Angebot oder so, ja, also kannst du, wie gesagt, so auf dich anpassen und du siehst, es ist super, super einfach, das Programm. Genau. Gut. So, dann haben wir noch die Termine. Wie legst du die fest? Also du musst im Prinzip einfach nur hergehen und für dich überlegen, okay, wann will ich montags, wann will ich dienstags, mittwochs, donnerstags, freitags Termine haben und für welches Profil. Das heißt, ich wähle jetzt hier dann das Profil aus und habe jetzt einfach mal gesagt, gut, ich möchte am Montag um 3 Uhr nachmittags bis 3:30 Uhr nachmittags, da bin ich verfügbar, wenn da jemand einen Termin haben will. Gut, das gleiche dann 3:45 Uhr bis 4:15 Uhr. Ja, und wenn die Termine halt vergeben sind, dann sind die halt dementsprechend hier auch nicht mehr verfügbar. Ja, dann werden die halt hier dann auch nicht mehr angezeigt. Ne? Also wenn jetzt ein Termin weg ist, dann sind nur noch die freien Termine dann da. Genau. So, und dann legst du das halt einmal fest. Ja, kannst du natürlich auch wöchentlich anpassen, wenn du das willst. Oder du kreierst einfach für dich ein paar Zeitslots, an denen du sagst, da willst du auf jeden Fall immer zur Verfügung stehen, wenn Bedarf da ist oder wenn du mit Kunden arbeitest, dass du halt nur zu den Zeitpunkten dann auch dementsprechend für sie da bist. Genau, kannst du so festlegen, wie du möchtest. So, und das war's zu den Einstellungen schon. Hier siehst du Analytics hier, es ist dann hinterlegt. Das funktioniert jetzt nicht wegen der Aufzeichnung, wie viele Aufzeichnungen du hast, wie viele Videos etc. Hier findest du die Tutorials, ist auf Englisch, ja, aber die Tutorials sind recht einfach, weil das Programm auch recht einfach ist. Also das sollte jeder hinbekommen eigentlich, weil hier ist alles mit Screenshot erklärt. Ja, also du siehst dann sofort. Wo musst du hinklicken, wenn du jetzt ein Private Room erstellen willst und so weiter. Ja, also ist super, super einfach. Und dann habe ich noch einen Bereich entdeckt, der war in meinem Angebot gar nicht definiert. Deswegen, ich weiß nicht, ob er dann bei dir auch mit drin ist, aber ich vermute ja.
die ganzen Bonusse, ja. Die sind jetzt bei mir noch nicht freigeschaltet, weil ich noch in der Refund Period bin, also in der Widerrufszeit. Und die werden dann einfach erst dann freigeschaltet, wenn die Zeit vorbei ist. Aber du siehst auch hier schon, was hier für ein richtig coole Tools hier auch noch dabei sind. Ja, Create High Quality Converting Funnels mit einem Funnel Builder, Traffic Drill, Smart Way to Manage Your Social Media. Dann hast du hier Kursmaker Pro, ja, Coaching Profits, also richtig, richtig cool. URL Shortener, ja, also möchte ich jetzt gar nicht alle durchgehen. Es geht ja letzten Endes in erster Linie mal um die Software, beziehungsweise um das Tool. Genau, aber ich wollte es dann noch erwähnen. So, dann haben wir hier den Meetingraum an sich, wie ich bereits schon angesprochen habe. Das heißt, hier unten hast du den Bereich Screensharing. Dann haben wir hier die Möglichkeit, Whiteboard quasi einzublenden. Du kannst auch hier diese ganzen Fenster kannst du so schieben, wie du das haben möchtest. Ja, du hast dann halt hier ein Whiteboard und das Schöne ist, es ist ein collaborative Whiteboard. Das heißt, jeder Teilnehmer kann hier mitarbeiten. Ja, wenn jetzt ein Teampartner zum Beispiel eine Anmerkung hat, kann er hier einen anderen Stift nehmen, wenn er das will, und kann hier seine Anmerkung machen. Das ist das eine. Dann haben wir hier die Recording-Funktion und überall, wo ein Punkt dran ist, das ist dann eben halt aktuell dann aktiviert. Hier kann ich jetzt die Kamera wieder hinzufügen, kann sie wieder ausschalten, das Mikrofon. Hier kann ich das Ganze unsichtbar machen, dass man das hier auch nicht sieht. Ja, so. Und dann haben wir hier noch den Editor. Ja, und mit dem Editor kann man zum Beispiel ein Brainstorming machen, wo man dann einfach Texte schreiben kann im Editor. Und das kann auch jeder Teilnehmer von seinem PC aus dann darauf zugreifen. So, und dann mache ich jetzt einfach mal an, weil hier habe ich auch das Angebot nochmal für dich im Überblick. Ja, so, also, du bekommst mit Meetsibi eine echte, aus meiner Sicht, eine echte Zoom-Alternative. Der Vorteil aktuell, zumindest in der Launch-Phase, wie gesagt, ich habe keinen Einfluss auf die Zahlungen, stehe da auch mit niemandem in Kontakt, sondern es ist einfach nur eine Empfehlung von einem Tool, welches ich in Zukunft definitiv sehr, sehr häufig einsetzen werde. Ja, du hast kein Abo, sondern eine Einmalzahlung. Ja, wie hoch die ist, sage ich dir gleich. Du kannst ein Meeting machen für 50 Personen. Ja, also nicht wie hier in der Commercial-Lizenz für $97 für 20 Leute. Ja, du hast, wie gesagt, unbegrenzte Anzahl an Meetings über diesen, wenn du über den Link unterhalb des Videos das Ganze kaufst. Du kannst öffentliche Meetings, private Meetings machen. Du hast dieses Buchungskalendersystem drin, ja, so wie ich es dir gezeigt habe. Du musst also nicht mehr auf externe Tools dann quasi ausweichen, um das Ganze auch zu automatisieren, was dann auch bei vielen Tools ja 9 bis 15 € im Monat meistens Minimum kostet, wenn du es nicht in einer eingeschränkten Gratis-Version haben willst. Du hast Screensharing, das heißt, du kannst deinen Desktop teilen. Du hast, und das ist, finde ich, super wichtig für Networker, du hast halt diese Ein-Klick-Einladung, das heißt, deine Partner und auch deine Interessenten müssen wirklich nur auf den Link klicken, funktioniert über Smartphone und natürlich PC und so weiter, ja. Meeting-Recorder in HD-Qualität, das heißt, du kannst HD-Videos aufzeichnen für deinen Videokurs, du hast Whiteboard, du hast eben diesen Editor, ja, wo auch kollaborativ ist, das heißt, wo auch alle Teilnehmer dran arbeiten können. Du hast hier, das habe ich ganz vergessen, aber noch eine richtig coole Funktion, wenn du zum Beispiel über die Entfernung arbeitest, ja. Zum einen hast du hier Mute Everyone, weil es kann ja sein, dass du jetzt kein Video-Meeting machen willst, sondern du willst ein klassisches, ich sag mal einfach ein Webinar machen, ja, wo du eine Präsentation zeigen möchtest und ja, und dann eben ein Angebot machen willst, ja. Und dann hast du hier die Möglichkeit, alle Teilnehmer stumm zu schalten, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, wenn du eine Präsentation machen willst und dann sind im Hintergrund Geräusche oder jemand spricht rein oder wie auch immer. Das kannst du hiermit vermeiden. Und wenn du jetzt, das werde ich halt auch oft gefragt, wie machst du es denn zum Beispiel, wenn du jetzt über eine lange Distanz mit einem Kunden sprichst?
dann kann ich, wie gesagt, mit dem Whiteboard und mit dem Editor eigentlich alles erklären, was ich erklären will, ja, oder ich kann halt auch, wie gesagt, eine Präsentation machen, kann die Präsentation schnell durchgehen und habe dann hier zum Beispiel über die Möglichkeit, über diesen Add Call to Action, kann ich jetzt zum Beispiel Button erstellen, ja. Ich kann jetzt sagen, zum Beispiel Test. Und jetzt könnte ich zum Beispiel im Vorfeld, wenn ich einen Vertrag habe, ja, was ich dem Kunden zukommen lassen will, könnte ich den jetzt zum Beispiel auf Google Drive hochladen, kann man den Link generieren oder Dropbox oder wie auch immer, füge den Link dann hier ein. Ja, ich mache jetzt einfach mal wieder auch hier zu meiner Seite. Und kann dann jetzt hier sagen, was weiß ich, jetzt Info zum Beispiel. Und dann kann ich sagen, okay, nach wie vielen Minuten soll der dann wieder verschwinden? Mache ich jetzt einfach mal eine Minute, sage dann Share. So, und dann wird er hier eingeblendet. Und jetzt kann die Person einfach hier draufklicken. Und da, wo jetzt meine Website erscheint, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Vertrag über Google Drive oder über Dropbox hochgeladen hätte, dann würde jetzt der Vertrag dort aufgehen. Die Person könnte ihn sich runterladen oder ausdrucken, unterschreiben, mir per Mail zurückschicken. Ja, also super einfach auch für den Interessenten, für den Kunden. Genau. Also relativ, relativ simpel das Ganze. Auf der Homepage steht auch noch irgendwie, dass man Dateien so sharen kann, ja, die Funktion habe ich jetzt noch nicht gefunden, ich habe diesbezüglich mal den Support angeschrieben, warte ich noch auf Antwort, also du siehst aber das, was du jetzt siehst, das hast du definitiv, ja, alles andere sind Eventualitäten und wie gesagt, da ich das Tool nicht programmiere und da keinen Einfluss drauf habe, kann ich dir das jetzt auch hier nicht sagen, wie gesagt, nur das habe ich auf der Homepage gelesen, vielleicht ist auch diese Funktion hier mit gemeint, aber so werde ich das definitiv einsetzen. Dann hast du natürlich auch noch eine Chat-Funktion, ja, wo du mit den Teilnehmern auch chatten kannst oder wo die dann während eines Vortrags ihre Fragen stellen können. Gut, weiter im Text. Dann keine Registrierung oder Download für das Meeting, weil es, wie gesagt, über den Link geht. Gruppen- oder Videogespräch, ja, das ist ideal, gerade für Networker-Coaches, ja. Wie ich damit arbeite, habe ich dir ja schon gesagt. Dann HD-Audio und HD-Video-Streaming. Chat-Funktion haben wir auch schon gesagt. Du kannst also, wie gesagt, deine Videos für deine Videokurse aufnehmen. Die Aufzeichnungen, die werden automatisch gehostet. Du hast automatisch eine Replay-Page mit Call-to-Action-Buttons dabei. Wie gesagt, du kannst die Call-to-Action-Buttons in Live-Meetings einbinden. Das ist diese Geschichte hier, ne? Und Facebook Livestreaming, Aufzeichnung kannst du in jeden Page-Builder reinmachen, du kannst bezahlte Meetings machen, etc. pp. Ja, so, und das alles, das schreibe ich hier oben hin, ja, kriegst du für einmalig 87 Euro. Und das, finde ich, ist der absolute Hammer. Das ist ein Einmalpreis, zumindest aktuell während der Launchphase. Heute ist der 22.05.19, also auch heute hast du ist der Stand, dass es 87 Euro einmalig kostet. Ich mache dir unterhalb diesen Link rein, ja, und du wirst dann sehen auf der Verkaufsseite, wie die aktuellen Konditionen sind, weil vielleicht siehst du das Video auch erst viel, viel später. Vielleicht bleibt der Preis so, vielleicht auch nicht. Wie gesagt, ich habe da keinen Einfluss drauf. Ich habe es über einen deutschen Reseller gekauft und deswegen auch hier diese 50 Personen, ja, anstatt die 20 und du siehst 87 Euro im Vergleich zu 97 Dollar für 20 Leute, das ist schon mal eine Hausnummer und selbst wenn du die One-Time-Offers, die dazu hinten dran geschaltet sind, selbst wenn du dann auch dort auf die 50 Teilnehmer kommst, dann wirst du es aber trotzdem nicht für die 87 Dollar kriegen, ja, sondern halt für mehr und deswegen macht es Sinn, dass du dir das Angebot, wenn du dich in, oder wenn du für dich jetzt merkst, das Tool kann dir weiterhelfen, das Tool ist was für dich, dann solltest du dir das Angebot unterhalb des Videos definitiv anschauen. Okay, in diesem Sinne möchte ich das Ganze jetzt auch hier beschließen. Wenn du noch Fragen hast, auf die ich jetzt im Video nicht eingegangen bin, dann nutz gerne die Kommentarfunktion und werde natürlich dann auch hier die Fragen beantworten, sofern ich sie nicht im Video schon beantwortet habe. In diesem Sinne maximalen Erfolg. Ich wünsche dir viel Spaß mit Meetzippy. Ja, wir sehen und hören uns dann in einem meiner anderen Videos. In diesem Sinne alles Gute, viel Spaß mit Meetzippy. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.